Dieses Spiel hat immer wieder interessante Geheimnisse. Das stimmt. Achso, das kann ich noch machen. Okay. So, dann können wir den Ort hier auch wieder verlassen. Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Echt? Ja. Okay. Ja, klar, und wir landen wieder im Wasser. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Jetzt machen wir. Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Achso. Okay, warte, jetzt muss ich ja mal. Das hier wollen wir noch nicht. Das hier wollen wir. Dafür müssen wir nach da hinten. Aber ich möchte erstmal dahin. Und speichern. Ganz wichtig. Da wir ja auch immer auf sehr seltsamen Weisen sterben. Wie zum Beispiel durch gewisse Bänke, die irgendwo stehen. Wäre das, glaube ich, ganz sinnvoll. Sterbe selten im Kampf. Oh, hier wieder. Au. Ihr seid eklig. Wie gesagt, ihr wollt euch im ersten Teil schon nicht. Aber hier seid ihr ja noch ekelhafter. Kein Freund der Gärtner. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Was hat Boom gemacht? Ach, wir sind überladen. Natürlich sind wir überladen. Dann sind wir mal nicht überladen. Den Rest verkaufen wir gleich mal. Ganz flugs. Was hast du jetzt geskillt? Noch gar nichts bisher. Noch, habe ich nicht geskillt. Ich möchte. Warte mal, ich glaube, wir brauchen hier noch einen Punkt. Dafür. Huch. Um mich das hier weiterzumachen. Ja. Ich glaube, ich möchte einmal kurz einen Punkt sparen, damit wir uns das hier mal angucken können. Ach so. Ach, ja. Entschuldigung. Diese komischen Archesporen. Ich habe. Mal. Wo sind sie denn? Diese Pflanzen. Diese widerlichen, ekelhaften, seltsamen. Die hier. Die Viecher. Das hier. Verfluchten Öl. Hi, Plätze. Ali! Entschuldigung. Ach, die süßen Kamelle. Die sind doch nicht süß!
Die sind widerlich! Die spucken Gift! Gift und Galle! Oh. Hallo, Vater Bär. Meister Petz, wir lassen dich mal in Ruhe. Die sind süß. Naja. Adi, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Und dir was Schönes reinschaust. So, wir müssen unbedingt Sachen verkaufen. Unbedingt. So, wir trampeln erstmal alle Felder kaputt. Nee, danke. Ich stehe nicht so auf Hinterteiler. Deswegen würde ich es vorziehen, das nicht zu tun. Ich bin im Lurk mein Spiel zu Ende geladen. Ja, viel Spaß im Lurk und viel Spaß bei deinem Spiel. Und ja, vielen lieben Dank. Was spielst du denn? Warte mal, wo ist denn hin? Da. Mach langsam. Ja, mach langsam. Nee, wenn ich das so. Oh je. Kann sich, glaube ich, zurzeit schwierig gestalten, oder? Aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du was findest. Kaufen oder nicht kaufen? Ja, ich würde ja gerne was kaufen, aber fahren wir da bin ich. Sind die besten Fässer, die es gibt. Ab 10 Stück. Und die Warnwände. Sächen. Ach stimmt, bei dir waren wir schon mal. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Doch, ne, so halb. Boah. Was hast du denn im Angebot? Das ist schwer zur Zeit. Ja, das glaube ich. Ich glaube, da hat man zurzeit auch eher wenig Glück. Je nachdem, was man sucht, natürlich. Nee, das würde ich nicht verkaufen. Scheiße, ich habe glaube ich gerade was Gutes verkauft. Behalten. So. Ich glaube nicht, dass er irgendwas hat, was wir gebrauchen können. Was haben wir denn für Plötze? Viel Glück auf dem Weg. Also einen besseren Sattel haben wir ja für Plötze. Guck jetzt aber gerade mal. Okay. Stufe 60. Damit seine Ausbildung zum Verkäufer gemacht. Vielleicht soll ich eine neue Ausbildung anfangen. Wäre möglich. Was würde dir denn, wenn du das machen würdest, so vorschweben? Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Was hast du denn im Angebot? So, fertig. Okay, das war für 60, 60, 60, 60, 60. Okay. Das war für 60, gibt es nicht. Das würde ich mir selbst. Ja, bei mir auch. So ein bisschen Magengrummeln. Immer noch. Aber ansonsten geht es soweit ganz gut. Natürlich gern. Ich so, ja. Habe ich jetzt seit, ich glaube, gestern hat es angefangen.
Und eigentlich, also der Tag war so, ja, semi-gut, sag ich mal. Also, wenn ich heute öfters mal auf ein gewisses, oder zu einem gewissen Örtchen hin muss, dann weiß man zumindest, woran es liegt. Ich möchte gerne... Es ist halt nicht besser, aber ich möchte. Ich möchte einfach. Das hier brauchen wir erstmal noch nicht. Da haben wir ja schon was Gutes. Und ein Klo macht ja auch... Ja. Es wäre nur besser, wenn ich nicht so weit laufen müsste, um aufs Klo zu kommen. Das ist halt eher so das... Der Nachteil an der ganzen Sache. Nicht im Automobilbereich. Wäre nicht schlecht. Wäre... Also für mich ist das an sich... Nichts, aber klingt doch gut. Kannst es ja mal versuchen. Ich drück dir, wie gesagt, auf jeden Fall die Daumen. Wiedersehen. Viel aber zur Zeit, ich denke mal, auch Ausbildung wird wahrscheinlich auch schwer zur Zeit. Ich meine, selbst die ganzen Schüler haben hier Schwierigkeiten, überhaupt irgendwas zu machen. Von daher... Ich möchte zurzeit nicht in der Ausbildung oder in der Schule rumhocken. Stell ich mir eher als, ja, als vor. Vor allem, wenn du halt eh nur zu Hause hocken kannst, weil du nichts machen darfst. Also, wie viel Platz haben wir jetzt? Stimmt, warte mal. Ja, Kaya, so in etwa. So in etwa. So, wir nehmen mal hier die Satteltaschen. Machen wir das hier. Die Ausstellung des Denkmals des Regionaldorf ist auf weiteres geschlossen. Den haben wir auch geschlossen. Ja, teilweise. Ich weiß gar nicht. Nee, bei uns haben sie auch noch geschlossen. Manche Orts haben sie ja schon wieder geöffnet. Aber bei uns sind sie manchmal auch noch zu. Bin mir da jetzt aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Die Schulen verfolge ich zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ich habe hier noch einige, die... Oder einige Freunde, die dann halt so nebenbei noch Schule machen. Und die saßen halt jetzt auch schöne zu Hause Melodie. Und haben dann halt auch ihre Klausuren über PC und so weiter geschrieben. Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Wir sorgen für ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was... Ach, haben wir das? Aber sicher. Dein Name? Gerald von Riva. Einen Moment bitte. Ich sehe in den Akten nach. Wusste gar nicht, dass wir ein Bankkonto... Eine dicke, fette Katze. Oh, die Sparkasse gab es auch schon damals. Ja, das stimmt. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Leck mich doch am Arsch! Wo ist Schalter 1? Nein, das habt ihr nicht gemacht, ey. Nicht Passierschein A38, ihr seid doch bescheuert. Das ist geklaut. Ja. Kann ich dir helfen? Das ist geklaut. Ich wusste, es ist mal faul, als ich in dieses Gebäude kam und diese drei Schalter gesehen habe. Ich wusste es. Scheiße. Nee, ich will nicht. Nee, ich geh wieder. Das
Jetzt wird du nur sonst Asterix und Obelix um die Ecke gekommen, ja. Wir haben zu viel Asterix geschaut, ja, definitiv. Viel Glück dabei. Ja, ihr mich auch. Ey, Licke flott, ey. Hallöchen. Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Hi. Wir sorgen für ihr Geld, als wäre es und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen? Nein. Kann? Nein. Das haben die echt gemacht, ja. Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter. Nein! 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 Was tut die mir hier an? Omemo, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei den Sampfboten. Lehn dich zurück und genieß die Suche nach dem Passierschein A38. Lexi, was soll das heißen, falscher Schalter? Hast du denn das blaue Formular? Dass ich hier den Passierschein A38 kriege. Ganz ruhig, mein Herr. Nicht, dass euch noch eine Ader platzt. Oh. Sag mir einfach, wo ich das blöde Papier kriege. Oben vielleicht bei den Nein! Oder Nein! Unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Ah, ich will nicht. Ja. Bei den Akten, da passiert schon 38. Ich will nicht. Was, damit, ich hätte nicht, da bin ich rein. Nee. Nee, wirklich nicht. Scheiße. Oh Gott, ich ahne Fürchterliches. Der Schein A38. Ich werde nicht mehr, ne? Aber nicht schon. Ich bin schon kirre. Entschuldigung, ich muss mal durch. Nein. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist glücklich. Wie kann ich helfen, der Herr? Passierschein A38? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, nein! Bitte. Ich will nicht! Das, das haben die nicht ernst. Das haben die Entwickler nicht ernsthaft gemacht! Nie und nimmer! Nie und nimmer haben die das wirklich gemacht! Das können die nicht bringen! Alter, no! Oh, ich brauche einen kurzen. Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahren frei. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgeführt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Ich bin nicht mit dem Zuschalter. Nein! Und dann komme ich. Egal. Bis gleich. Formular 202. Du hast dich vorgedrängelt. Oh! Pull leise. Wir haben ein größeres Problem. Ich war vor dir da. Ach was, ich stand die ganze Zeit hier. Ach ja, weißt du, du bist schon der Dritte heute, der diesen Trick abzieht. Ja. Das lasse ich mir nicht bieten. Warte nur, dir bringe ich Manieren bei. Na los, schlag mich. Das ist echt das Haus der Verrückten. Wie sieht der denn aus? Meine Herren, bitte, wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen. Wie du es denn, wenn schon drei davor gemacht hast. Aber wirklich. Ja.
Das hier scheint 38, ich werde dich mehr. Das, ey, das haben die nicht wirklich gebracht. An der Tür von der Bank. Schon wieder. Zum dritten Mal in dieser Woche. Das dritte Mal in dieser Woche? Wie oft ist der Kerl denn bei der Bank? Ich werde dir zeigen, was es heißt, anständig zu sein. Ja, so. Schalter 1. Boah. Ist sie hingegangen? Pomade. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Wer trägt denn Sachen aus diesem Barbarenland? Da bin ich auch mal runter. Sie gibt. Sie sagt Puffärmel, wäre schön. Nein. Entschuldigung. Ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst? Nein. Ich konnte das auch gar nicht glauben. Hallo. Das haben die nicht gemacht, ey. Lesen? Wir sind in der Pause. Das ist auch eine Szene daraus. Celine, das war da auch mit drin. Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. Ich werd weg. Sich auch um Freundlichkeit bemüht. Es hat keinen Zweck. Ich kann nicht mehr. Ich schätze, ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Neulich sitze ich so zu Hause rum, als es plötzlich... Neulich sitze ich so zu Hause rum, ne? Ja. Was habe ich denn da zu Hause gemacht? Wahrscheinlich Kartoffeln geschält. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Du musst das Spiel umdrehen wie im Film. Ja, ich warte darauf, dass Gera das mal auffällt, aber... Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Was? Was? Da fehlt nur das Zimmer mit der Schock. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde gewinnt? Du scheinst dich hier ja prima auszukennen. Bist wohl schon oft hier gewesen. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Und ich muss sagen, bisweilen rentiert sich das sogar. Wieso hockt man so oft in der Bank? Weißt du, sowas verlangt subtile Finesse. Sonst landet man in der Sackgasse. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden im Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert. Warum klauen wir nicht einfach den Passierschein A38? Wir sind ein Hexer! Viel Erfolg. Klau den Passierschein A38. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich zweifle ihn nicht an. Ich frage mich nur, warum er nicht auf diese Idee kommt. Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Warum ist das denn offensichtlich? Vollständiger Name? Gerald von Riva. Diese Aldaria ist abgestürzt. Mal sehen. Gedon, Gemmel. Hier. Gerald von Riva. Ich komme aus dem Grinsen nicht heraus. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte?
Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Dass ich nicht tot bin. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt Blumen? Ich habe dir Blumen besorgt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe. Steffi. Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Gianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Danke. Jetzt stehe ich sie. Alter. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Geralt. Du warst ja schon ewig. Ja, ich bin ja auch angeblich tot. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Yep. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Wenige. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Ja, eben nicht! Ich bekomme sie ja eben nicht. Das ist ja das Problem. Ich bin ja angeblich tot. Alter, wenn ich mal kein Geld geben wollte, dann lasst es. Keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer. Wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Nee, der Teufel persönlich. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl. Bitte ohne Passierschein A38. Ganz ehrlich, warum nicht gleich so? Warum hat er diese Wische nicht gleich vorgezeigt? Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weihnachtssatz fällt und fällt. Bitte starten Sie diese Aidaria neu. Außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genießen warum, sich danach zu fragen. Warum fällt er die Treppe runter? Geralt, was kannst du? Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Warte mal. Gibt's hier irgendwo den... Nee, ich glaube, hier gibt's keinen Schaukelraum. Bank 256. Ganz hinten was? Rechts. So. Ganz hinten rechts, ja. So, endlich. Wie wird bereits neu gestartet? Da merke ich nicht viel von. Aha, und jetzt wollen sie mich einsperren, oder was? Was zur Hölle soll das, Gianfanelli? Das Fach ist leer. Die wollen mich wahrscheinlich rausschmeißen. Also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bad meiner Großmutter. Ja, muss ich dafür ein paar Passierschein A38 ausfüllen? Du hast eine Woche. Keinen Tag länger. Beim Bart seiner Großmutter. Ja, die Zwergenfrauen haben auch Bärte. Zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann. Ey, dass sie echt dieses Haus der Verrückten damit reingenommen haben, ne?
kommen da nicht drauf klar. Ne? Ich komm da echt nicht drauf klar. Laxelavie. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Aha. Komm ich gleich aufs Ohr. Okay, da komme ich gleich nochmal kurz hoch. Ich muss eh einen gewissen Ort aufsuchen. Deswegen passt sich das ganz gut. In gewissen Ort die Bar. Meine Bar für heute habe ich bereits hier unten. Für den Fall, dass ich Bock auf ein Deckchen habe. Wie gesagt, für den Fall der Fälle. Wahrscheinlich nicht wegen Magen, aber mal gucken. Hey, ich komm ganz ehrlich auf dieses Hausteil nicht drauf klar, ne? Drei Wemser habe ich. Das hier scheint A38, ey. Weißt du, und wir haben uns in den letzten Streams immer drüber lustig gemacht, ne, so, ob da irgendwelche Anspielungen drauf kommen oder sonstiges, die ganze Zeit. Und dann passiert es auch noch wirklich. Der wäre zum der wäre zum Schlauberger, wie geil. Ja, okay. Also da... Der kotzt aber wunderschön daneben. Boah. Bis zum 10. Schlauberger. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexermeister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob... Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Eieiei. Boah, der ist... Alter, was hat der denn da alles ausgereiert? Er wird mir ja selber ganz mulmig. Das erste Mal, dass ich hier Regen sehe. So, dann gehe ich jetzt einmal ganz kurz in die Pause, sag Fotos einmal kurz gute Nacht. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Und ich hoffe, bis dahin hört der Regen auf. Und ja, bis gleich.